Sehr geehrte Damen und Herren, Partner und Freunde des VDE. Wir wollen mit Ihnen kurz und knapp auf einige wenige ausgewählte Themen des Jahres 2021 zurückblicken. Auch das letzte Jahr war leider geprägt von der Corona-Pandemie. Und dennoch, wir konnten fast 700 Seminare und Tagungen, teils physisch, größtenteils aber online oder hybrid durchführen. Für diese Vision, an der wir als DIN und DKE gemeinsam arbeiten. Burkhard Heuler vom VDE Renewables aus Deutschland. Wir dürfen nicht zu kleinkariert, zu kleinteilig denken. Herzlich willkommen im VDE Prüf- und Zertifizierungs-. Nur dann, wenn Geräte interoperabel durch den Einbau der weiteren Kommunikationsschnittstellen, sodass auch der Endnutzer. Und auch unsere wirtschaftlichen Geschäftsbereiche konnten trotz der ungünstigen Rahmenbedingungen erfolgreich bestehen. Dieses gerade auch dank Ihrer Unterstützung und des großen Engagements unserer mehr als 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unserer Experten. Corona selbst hat uns auch inhaltlich beschäftigt. Wir haben beispielsweise unsere Expertise ganz konkret mit unserer Zertifizierung der Ultrafreezer für die Impfstoffe und Wirksamkeitstests für Entkeimungsgeräte eingebracht. Für dieses Engagement sind wir in der Corona-Pandemie übrigens vom FAZ-Institut als vorbildliches Unternehmen in der Krise ausgezeichnet worden. Und dazu zählten nur 300 von insgesamt 20.000 Bewerbern. Und natürlich haben wir uns weiterhin den wichtigsten Zukunftsthemen gewidmet. Dekarbonisierung, Netzstabilität, Mobilität und Digitalisierung standen daher auch 2021 ganz oben auf der Agenda. Und daran arbeiten unsere über 100.000 Expertinnen und Experten in Deutschland und weltweit, aus den Regionalorganisationen und den Fachgesellschaften, der Normung und Standardisierung und natürlich der Prüfung, Zertifizierung, Aus- und Weiterbildung sowie der Beratung und natürlich Implementierung. Auch räumlich haben wir uns verändert. Wir sind aus Frankfurt zu unserem Standort nach Offenbach gezogen und setzen mit den räumlichen Neugestaltungen unsere Vision des nachhaltigen und vernetzten VDE Campus nach und nach um. Wir sind im VDE Sprachrohr und Ratgeber für unsere vielfältigen Mitglieder und Unternehmen, für die Regierungen sowie wichtiger Partner, um in herausfordernden Zeiten die richtigen Entscheidungen auf Basis von Wissen und Erfahrungen zu treffen. Wie immer ist dabei der persönliche Austausch zu bevorzugen und ich bin froh, dass wir einige unserer Mitgliedsunternehmen haben auch im letzten Jahr besuchen können. Und im November hatten wir mit dem Mikrosystemtechnik-Kongress beispielsweise einige der wenigen großen Live-Veranstaltungen. Wichtiges Fazit, wir brauchen schnell einen Masterplan für die Mikroelektronik, da Europa ohne eigene Chipindustrie verwundbar ist. Hier ist auch eine direkte Schnittstelle zu einem wichtigen Anliegen des VDE, der Nachwuchsförderung. Konkret für die Mikroelektronik bedeutet das, bei unserem Mikrochip-Wettbewerb InventaChip haben Jugendliche auch in diesem Jahr diesmal nachhaltige Chip-Designs für Solarpanels selbst entwickelt. Und zusätzlich begeistert der VDE Kinder und Jugendliche für MINT, beispielsweise mit dem Tag der offenen Tür mit der Maus im VDE-Institut. Der Klimaschutz, der Ausbau erneuerbarer Energien und natürlich die Sektorenkopplung erfordern einen systematischen Umbau des gesamten Energiesystems. Und ganz zentral sind dabei die Stromnetze. Die Wasserstoffwirtschaft dagegen ist zentral für das Ziel der Dekarbonisierung. Und der ungehinderte Zugang zu Wasserstoff und dessen Derivaten muss für Unternehmen zukünftig so selbstverständlich werden wie Strom oder natürlich schnelles Internet. Zero Emission dagegen in der Mobilität kann nur mit einem Mix unterschiedlicher Antriebsformen gelingen. Die Digitalisierung ist das Zukunftsthema überhaupt. Mit unserer neuen Geschäftsstelle zur künstlichen Intelligenz ist der VDE ein wichtiger Ansprechpartner zum Thema KI-Normung in Deutschland und berät dabei natürlich auch die Bundesregierung. Auch am neuen Verein KI-Park ist der VDE als Gründungsmitglied inhaltlich und finanziell aktiv beteiligt. Der VDE verfügt über ein hervorragendes internationales Netzwerk. Und mit einer Mehrheitsbeteiligung am US-amerikanischen Zertifizierungs- und Prüfunternehmen RETC hat die VDE-Gruppe ihren Schwerpunkt im Bereich der erneuerbaren Energien in diesem Jahr deutlich ausgeweitet. Das alles machen wir zwar teilweise hinter geschlossenen Türen, in unseren Prüflaboren oder am Bildschirm, aber natürlich nicht unter Verschluss.
Der VDE wird zu Recht wahrgenommen, nicht nur mit den relevanten Themen bei den Entscheidungsträgern in der Politik und Wirtschaft, sondern auch in der Öffentlichkeit. Und mit über 80 TV-Beiträgen rund um die Sicherheit von Elektroprodukten haben wir 25 Millionen Zuschauer in Deutschland erreichen können. Das macht neugierig. Wir machen den Test. Der erste Eindruck: Das Amazon-Produkt ist von der Verarbeitungsqualität, von der. Und dieser Wert, der hört sich erstmal sehr plastisch an, aber das sind die, die wir halt in. Testergebnis: durchgefallen. Weil im schlimmsten Fall eben sich das Kabel im Gerät auch komplett lösen kann. Also das heißt, auch wenn man nach Hause kommt und hat nasse Handschuhe oder Schal, Mütze, nicht hier drauflegen. Das heißt, wir wollen das wollen wir wissen und bringen unsere Leuchtmittel zu Hendrik Schäfer und Daniel Schädel vom Prüflabor VDE in Offenbach. Der VDE ist auch weiterhin ihr anerkannter, erfahrener und neutraler Partner. Und dabei fußen wir auf breiter und tiefer Expertise. Und ich lade Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns die Weichen für die wichtigen Zukunftsthemen zu stellen und somit weiterhin einen wertvollen Beitrag zur Zukunftssicherung Deutschlands zu leisten. Und als amtierender VDE-Präsident darf ich Ihnen sagen, Sie sind uns herzlich willkommen. Und gerne natürlich auch als VDE-Mitglied. In jedem Fall, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.